Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einem Dead by Daylight Video. Ich bin heute ein bisschen spät dran, denn ich war ja heute in Hamburg unterwegs. Und ja, wie ihr seht, es kam heute ein neuer Killer raus. Und damit habe ich natürlich tatsächlich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mir schon gedacht, dass demnächst wieder ein Killer rauskommen wird, der eine Lizenz beinhaltet. Ich bin davon ausgegangen, dass es vielleicht zu Halloween dann tatsächlich stattfinden wird. Aber nein, heute kam Leatherface ins Spiel. Bekannt aus Das Blutgericht in Texas, ich meine, so heißt es auf Deutsch, besser bekannt unter Texas Chainsaw Massacre. Der Film ist echt schon mega alt und ich bin mal gespannt, wer von euch den noch kennt. Halloween kannten ja auch ein paar. Es wird auf jeden Fall eine Neuauflage zu dem Film kommen und ich denke, deswegen haben sie dann jetzt hier in Kooperation gemeinsam diesen Killer hier ins Spiel gepackt, um so ein bisschen so einen Synergieeffekt zu bekommen. Ja, ich kann euch schon mal eben kurz zeigen, was seine Stärke ist. Seine Stärke ist Bubbas Kettensäge. Eine unglaublich starke und schwere Kettensäge, die ihre Zähne schon in unzählige Opfer gegraben hat. Ein angemessenes Geburtstagsgeschenk für den Kannibalen. Ja, in dem Film, ach, ich spoiler mal lieber nicht. Ja, aber ihr könnt euch denken, warum der Typ der Kannibale heißt. Schaut euch den Film mal an. Also es ist halt so ein typischer Slasher-Film eigentlich. Ist ein Klassiker. Sollte man vielleicht mal gesehen haben. Also, starte bei Aktivierung einen zeitlich begrenzten, ausschweifenden Angriff. Kann mehrere Ziele mit einer Aufladung der Kettensäge treffen. Stößt der Kannibale auf ein Objekt, löst dies einen Wutanfall aus. Dieser Angriff fügt allen in der Umgebung Schaden zu. Versetzt getroffene Opfer automatisch in den Todesstatus. Also, wenn er diesen Angriff startet, dann schwingt er halt diese Kettensäge einfach wie so ein Verrückter durch die Gegend. Du kannst dabei sogar dich noch bewegen und so weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe ihn noch nicht gespielt und ich werde ihn auch dann erst morgen in einem Video euch präsentieren. Außerdem werde ich morgen noch ein Video bringen, wo ich ein bisschen auf die Änderungen eingehen werde, die mit dem Patch kamen. Denn der Patch hat wieder recht viel umgeworfen. Das sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Was machen wir also dann in diesem Video? Wir geben dem Kannibalen einfach mal direkt 1,2 Millionen Blutpunkte. Was haltet ihr davon, Leute? Wir starten auf Level 1 und dann können wir uns auch direkt die neuen Teachable Perks anschauen. Die habe ich mir schon durchgelesen und ich muss sagen, das ein oder andere von denen hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und das sind so ein paar Perks, die auch wirklich, glaube ich, ziemlich geil sind. Sind wir mal gespannt, wie die sich so einfügen werden und welche Killer jetzt mit welchen Perks spielen werden. Ich werde noch nicht allzu viel sagen. Es haben sich einige Perks auch tatsächlich geändert. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen mich zurückhalten, etwas zu den Perks zu sagen, die davon betroffen sind. Vielleicht sehen wir sogar das eine Perk schon, das ein oder andere Perk in diesem Video. Guck mal, es gibt wieder die Zündkerze. Die kennen wir ja schon vom Billy. Sehr lustig, dass sie so ein paar Add-ons, die der Billy nutzen kann, jetzt auch dem Kannibalen gegeben haben. So, hier haben wir das erste Teachable Perk. K.O. Ist eigentlich recht kurz und bündig. Das Trauma, das deine brutalen Angriffe verursachen, macht Hilfeschreie qualvoll und schwierig. Die Auren sterbender Überlebenden werden anderen Überlebenden nicht angezeigt, wenn sie sich außerhalb eines Umkreises von 32 Metern befinden. Also, wenn ihr jemanden in den Todesstatus versetzt, sprich, er frisst Dreck, liegt am Boden, dann können Survivor, die sich außerhalb dieses Radius befinden, nicht sehen, wo der Typ liegt. Sehr interessant. Oh, es gibt die Luftschlangen, trotzdem das Event verloren wurde. Okay. Nöd. Wie macht der Noob? Nöd, nöd. Okay. So, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns auch die Add-ons an und so weiter, die es gibt. Und gucken mal, was man wohl mit dem dann so machen kann. Ich werde ihn auf jeden Fall auch morgen dann mal zocken. Aktuell zocken ihn wahrscheinlich sowieso recht viele. Ich denke, es wird schwer, eine Lobby voll zu bekommen. Jeder will natürlich jetzt den neuen Killer spielen. Auf einmal wollen sie alle Killer spielen. Aber ich muss sagen, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Auch wenn ich das halt morgen erst abfrühstücken werde, gemeinsam mit euch. Ich finde schon, dass der Patch, so wie er jetzt aussieht, so ein kleiner Buff für die Killer ist. Aber hey, das wird sich zeigen. Ich will jetzt auch hier nicht wieder den Teufel an die Wand malen. Erstmal abwarten und schauen, wie es sich so entwickelt. Aber es sind schon ein paar Änderungen dabei, die auf jeden Fall den Killern gefallen dürfen. Okay, ab sofort ist der Antitus am Start und wir holen uns natürlich auf Level 10 das nächste Perk von ihm. Es ist natürlich noch kein Teachable Perk, ich weiß nicht, ob ich das vorher gesagt habe. Barbecue und Chili.
Eine tiefe Verbundenheit mit dem Entitus schaltet das Potenzial der eigenen Auralesefähigkeit frei. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, siehst du die Auren aller anderen Überlebenden für 4 Sekunden, wenn sie weiter als 52 Meter vom Haken entfernt sind. Außerdem gewährt es einen Bonus von 100% auf die Blutpunkte bei einem Punktevent, solange ein Überlebender am Haken ist. Auf der einen Seite soll dieses Perk natürlich dazu animieren, Leute dann zu jagen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Es zeigt einem ja schließlich die Auren der Leute an, die weiter weg sind. Auf der anderen Seite, ich hole mir mal eben schnell ein Teachable Perk aus dem Schrein. Für 200.000 weitere, ist ja egal welches. Auf der anderen Seite, die 100% Blutpunkte-Bonus, die es hier gibt. Ja, was soll man da groß sagen? Ne? Das ist natürlich wieder so, ich wollte es mal riskieren. Die 100% extra Blutpunkte könnten die Leute natürlich auch wieder dazu animieren, dass sie dann doch stehen bleiben. Und die Leute abcampen. Ich hoffe halt, dass dieses Feeling dann ein bisschen nachlassen wird. Da ist schon wieder ein grünes Dingens. Das muss ich mir gönnen. Also ich muss mir das anschauen. Ein selbstgebauter Auspuff. Okay. Er hat sehr viele Add-ons, die scheinbar auch der Billy haben kann, so wie es aussieht. Bin ich mal sehr gespannt. Wir werden ja noch ein paar seltene... Ja, wow, ich habe Nöd auf 3. Geil. Finde ich gut, dass ich direkt mit dem Killer dann auch bald starten kann. Das ist sehr nett vom Entitus, dass er mir hier Nöd gegeben hat. Danke, Entitus. Du bist echt toll. Mal schauen. Vielleicht hat er ein paar Anrädons hat er schon. Wir haben ja eben schon 2, 3 Anrädons gesehen. Wow. Und jetzt auch noch bitteres Gemurmel. Oh Mann, ey, der Entitus, der weiß genau, was mir gefällt. Ich werde bitteres Gemurmel nehmen und Nöd. Damit ich auch mal ein paar Survivor erwische. Wow. Vielen Dank dafür, Entitus. Ich weiß, du meinst es nur gut. So, 2. Perk-Slot. Und auf Level 15 bekommen wir natürlich auch wieder das nächste Perk von ihm. Franklins Niedergang. Deine bösartigen Angriffe sorgen dafür, dass Überlebende beim Zusammenstoß ihren Gegenstand verlieren. Okay, beim Zusammenstoß, das haben sie wieder sehr schön übersetzt. Im Englischen wird da wahrscheinlich stehen, on hit oder irgendwie sowas, ja. Und damit ist natürlich gemeint, wenn du einem Überlebenden einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt, dann verliert er sein Item, wenn er ein Item dabei hat. Meine Stimme ist heute im Arsch, Leute, sorry. Ich glaube, auf höheren Stufen soll sogar, aber das werden wir sehen, falls wir noch eine höhere Stufe bekommen werden. Auf höheren Stufen soll sogar wohl der Gegenstand ein bisschen kaputt gehen und seine Ladungen verlieren. Aber das können wir ja gleich sehen. So, der Entitus geht jetzt hier hin. Nee, oh, hat das geklaut. Ah, weil da oben noch was frei war. Klar, stimmt. Okay, 770.000 Blutpunkte haben wir noch. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Wir werden den Kannibalen direkt auf den angenehmes Level hochpushen, dass wir, wenn wir dann morgen mal eine Runde mit ihm machen, ich hoffe, ihr habt Bock überhaupt, dass ich mal eine Runde mit ihm mache, wenn wir dann eine Runde mit ihm machen, dass wir dann direkt auch hoffentlich mit 4 Perks spielen können. So, war halt auch ein bisschen Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt kommt. Ich wollte erst noch gestern ein Video machen, wo ich die Blutpunkte wieder Anna reindrücke. Habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, sondern habe mir gedacht, so, ah ja, komm. Also es haben noch ein paar gefehlt, ne? Es haben mir noch ein paar Blutsplitter gefehlt, wo ich mir dann so dachte, ah, jetzt 1 Million oder 1,2. Dachte ich mir, 1,2 wäre natürlich schon geiler, ne? Und dann habe ich noch gewartet und dann kommst du nach Hause heute und auf einmal, zack, neuer Killer Grants, moin. Und ich so, moin, Kannibale. So, den gönne ich ihm und dann holen wir uns das 3000er. Mal ein bisschen sparsamer hier durchgehen. Ich habe schon ein bisschen was an Blutpunkten rausgeballert. 3. Perk-Slot. Und ja, da unten ist eine schöne Kiste. Wenn ich Glück habe, bekomme ich die sogar. Ein paar geile Addons hätte ich schon gerne. Einfach nur natürlich mal, um zu sehen, wie die... Oh, siehst du, sowas zum Beispiel. Das hat sich gelohnt, würde ich mal behaupten. Und dann holen wir uns die 3000er. Okay. Recht cool, dass wir jetzt so schnell den neuen Killer auf dem hohen Level haben. Ah Mann, ey, schon wieder irgend so ein Perk, wo ich mir denke, ja, brauchst du nicht wirklich. Der monströse Schrein. Kann ich ja richtig schön spielen mit Nöd, bitteres Gemurmel und
Monströser Schrein. Das ist super. Eins der besten Setups bisher. Nee, im Ernst. Irgendwie habe ich ein bisschen Pech, ne? Ich weiß auch nicht. Jetzt kommt der Ruin. Boah. Ich will mir, glaube ich, das grüne Addon da oben holen. Ich glaube, in dieser Kiste ist diesmal nichts Gutes drin. Und... Tada, recht behalten. Ha, durchgelackt, oder? So, das holen wir uns. Er geht dorthin. Und dann holen wir uns den 3000er. Und zack. Level 23. Ab Level 25 können wir uns immer aussuchen, welches Perk wir nehmen. Darauf freue ich mich. So, ich habe mir noch gar nicht angeschaut, was dieses Addon macht. Ich hol's mir einfach, weil es ein Chili ist, Leute. Und Chili ist geil. So, können wir uns mal das hier holen. Dann holen wir uns das 3000er. Er muss sich das 8000er holen. Und dann das schwarze Abwehr. Ja, nice. Schwarze Abwehr ist immer gut. Wie gesagt, er sorgt immer dafür, dass man quasi zwei gute Addons sich aufsparen kann. Also wenn ihr euch eine schwarze Abwehr nehmen könnt als Killer im Baum, dann greift zu, kann ich nur sagen. Gibt eigentlich nichts, was besser ist. Es sei denn natürlich, ihr habt noch gar keine Addons oder ihr habt keine Addons mehr, dann bringt euch eine schwarze Abwehr auch nichts. Hey, aber dann bekommt man die irgendwann wieder. Wir haben vier Perks. So, Insidious. Oh, das wird natürlich auch noch gut ins Setup reinpassen. Der Kacknoob würde ich dieses Setup dann nennen. Prädestiniert, ey. Okay, ich versuche hier mal möglichst günstig durchzukommen. Wir holen uns noch die Zündkerze hier ab. Da oben geht er hin. Dann holen wir uns einen 3000er und dann hole ich mir die Punkte. Und Level 26. So. Knappe 500.000 haben wir noch. Whisper oder... Ah ne, Stridor oder Pirscher. Ich würde mir auf jeden Fall gerne das Memento sichern. So, warte mal. 1, 2, er geht hier. Ich gehe dorthin. Er muss dorthin gehen. Also muss ich nicht mehr weiter vorbereiten. Richtig? Er geht hier. Zack. Ich gehe hier und er geht dorthin. Und ich kann mir das Memento holen. Ja. Passt. Passt. Er bekommt zwar ein 3000er, aber hey. Vielleicht spiele ich dann morgen sogar direkt mit dem pinken Memento. Damit wir uns direkt das Memento Mori anschauen können, wenn ihr Bock drauf habt. Wäre mal gespannt, ob ihr auch schon mit dem Kannibalen gespielt habt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe, wie gesagt, noch nicht mit ihm gespielt. Ich werde morgen erst wieder zocken. Ist mir jetzt auch zu spät. Wenn ich jetzt noch eine Folge aufnehmen würde, die würde ich so schnell auch gar nicht mehr hochgeladen bekommen. Deswegen, das Addon habe ich noch nicht, meine ich. Deswegen habe ich es mir mal eben schnell gegeiert. Man muss sich auch mal die Addons zumindest einmal anschauen, damit man dann weiß, auf was man beim nächsten Mal achten sollte. Man muss sie einfach alle mal ausprobieren, ne? Jetzt habe ich hier Thanatophobia oder den Pirscher da. Ich hole mir Thanatophobia. Wenn ich die Kiste nicht bekomme, dann bekomme ich sie halt nicht. Ist dann halt so. Wahrscheinlich holt er sich die. Nee, oh, der Antitus meint's gut mit mir. Das hat man selten. Ja, okay, die beschmutzte Kette, die kennen wir natürlich schon. Vom Billy. Und dann holen wir uns hier noch einen 3000er. Ich weiß, an manchen Stellen hätte ich ein bisschen günstiger durchkommen können. Da habt ihr natürlich recht. So, Raubtier oder erdrückende Präsenz. Ja, erdrückende Präsenz ist zum Beispiel so ein Perk, was deutlich verbessert wurde. Ihr seht, auf Stufe 1 schon 80% erhöhter Itemverbrauch. Aber wie gesagt, morgen sage ich da ein bisschen mehr zu. Das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich werde hier aber tatsächlich dann das Raubtier mitnehmen, damit ich schneller durchkomme. Es sind beides Sachen, die ich wahrscheinlich nicht mit reinnehmen werde. So, wir zwingen ihn mal eben darüber. Holen uns dann hier das Chili. Und holen uns dann die 3000er. Und bekommen Level Up. Level 30, Leute. Jetzt bekommen wir das erste Teachable Perk. Das werden wir uns dann natürlich auf jeden Fall holen. Da wäre Ruin auf 3. Wenn er hier hingeht. Ah, der klaut mir auch gut was. Also hier könnten wir schnell durchkommen. Wir holen uns KO. Ich bin mal sehr gespannt, ob Leute das nehmen werden. So, oh, guck mal, da ist so ein gutes Chili. Das ist das Menschen-Chili wahrscheinlich. So, wir holen uns die 3000er. Möglichst günstig jetzt hier durchkommen. Das zweite Teachable sollte ich eigentlich auch noch sehen. Ich denke, Level 35 müsste drin sein. Thanatophobia oder der Gebietszwang. Da hole ich mir Thanatophobia. Da oben. Das Addon bekomme ich leider sowieso nicht. Deswegen holen wir uns mal einfach das. Hat leider auch nichts gebracht. So, dann gehen wir hier hin. Dort, ja, jetzt ist die Frage, wenn ich hier hingehe, könnte er sich eins von den beiden holen, dann holen wir uns lieber das und das 3000er. Okay,
Level 32 und wir haben noch 270.000 Blutpunkte. KO auf 3. Auf Stufe 3 befindet sich der Aura nur um 16 Meter. Das ist relativ wenig. Oh, guck mal, er hat sogar das Addon. Geil. Das Addon mag ich auf dem Billy recht gerne, muss ich sagen. Ich frage mich halt, ob er sich so ein bisschen wie der Billy spielen wird oder nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe noch nicht mit ihm gezockt. Deswegen werde ich das erst sehen. Ob er auch so eine Silent Addons hat oder diese Addons, dass er ein bisschen schneller sägen kann. Wir werfen gleich nochmal einen Blick auf die Addons, Leute. Es soll jetzt eigentlich nur nochmal so ein kleines Video hier sein am heutigen Abend, damit ihr mitbekommt, dass es einen neuen Killer gibt, falls ihr noch nicht geschaut habt. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ja, ich gehe einfach nach oben. Auch wenn ich Eisernen Griff wahrscheinlich nicht nehmen werde, das Wiegenlied werde ich wahrscheinlich auch nicht nehmen. Also ist es eigentlich gehüpft wie gesprungen. Hier machen wir dicht. Dafür haben wir da oben ein grünes Addon bekommen. Zack. Und die zerkratzte Münze. Level 34. Ja, wir kommen auf 35. Kommen wir noch easy. Bitteres Gemurmel oder Gebietszwang? Da gehe ich nach oben, damit ich mir die Kiste noch anschauen kann. Da unten kann ich ihm sogar eigentlich einräumen, hier lang zu gehen. Dann geht der ganze Ast hier weg. Und hier holen wir uns nochmal die ganzen... Das eine 3000er da. Damit er... Wer das nicht mehr nehmen kann, und dann kommt er für 3000 durch. So, Level 40 wird, glaube ich, nichts. 160, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Die werden ja auch immer komplexer, die Dinger. So, hier holen wir uns natürlich das Teachable. Hier oben sind zwar auch ein paar schöne Sachen, aber ja. Was will man machen? Das hier könnte auch ein interessantes Addon sein in nächster Zeit. Aus Gründen. Ja. So, die blutigen Party-Luftschlangen. Und schade, wieso bist du nicht hier hingegangen, Enditus? Ach Mensch. Gut, hätte er mir mal den Gefallen tun können, ne? So, pass auf, wenn ich jetzt hier hingehe, wird der Enditus nicht hier hingehen. Weil er dann das Blutnetz beenden würde und das macht er dann nicht. So, haben wir die 3000 jetzt doch noch nehmen müssen, quasi. Pirscher, da würde ich sehr günstig durchkommen. Und wenn ich dann hier dicht mache, dann würde er das direkt klauen. Bitteres Gemurmel brauche ich auch nicht auf der Stufe. Dann machen wir das doch. So, ich mache hier dicht. Dann geht er dorthin. Und dann müssen wir... Ne, müssen wir nicht, aber dann holen wir uns die 3000er hier natürlich an dieser Stelle. Ja, guck mal, hier bin ich für 20.000. Bin ich hier durchs Blutnetz gekommen. Das war mega günstig. Das war quasi Sale. Hier haben wir Überladen. Ah, schönes Addon. Ich glaube aber, dass ich mir die Moris mitnehmen werde. Oder? Das Addon ist schon nicht Überladen ist auch nicht schlecht. Ich habe ein pinkes Memento. Eiserner Griff werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Überladen hat wirklich eher Chance genommen zu werden. Deswegen geiern wir uns das. Und vielleicht bekomme ich das Memento sogar noch. Hey, jo. Sehr gut. Okay, wenn er hier unten hingeht. Ah, warte. Kann ich ihm auch geben? Könnten wir nochmal einigermaßen günstig durchkommen? Zwar nicht so günstig. Eine Sekunde, ich hole mir erstmal das. Nicht so günstig wie gerade, aber ist auch noch im Rahmen. So. Erregung oder erdrückende Präsenz. Erregung ist genauso günstig zu haben wie erdrückende Präsenz. Und wenn ich ihn dann hier hinleite, ist der Ast direkt mit weg. Also ein Schnapper wie der eine für 20k kriegen wir nicht nochmal, ey. Das wäre aber auch zu viel des Guten. Hier hauen wir aber nochmal die 3000 rein. Hier auch. So, dann holen wir uns die Blutpunkte. Und den 5000er muss ich mir auch noch nehmen. 32k. Okay, Thanatophobia. Da unten ist der Lichtgeborene. Und das preisgekrönte Chili. Ich denke, ich werde mal Thanatophobia holen. Dann haben wir auch einen Perk auf Stufe 3. Da ist noch ein schickes Addon. Und ich denke, hier werden wir auch nicht mehr weiterkommen. Deswegen, ich hole mir hier schon mal den 3000er. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch gleich holen. So. Ah, er holt sich das. Dann bekommen wir sogar noch ein 8000er. Könnten das andere uns auch noch holen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass er hier hingeht. Das war's, Leute. Wir sind auf Level 39 gekommen. Mein Setup würde ich wie folgt wahrscheinlich machen. Thanatophobia, Ruin wäre auch nicht schlecht. Nöd natürlich. Und verbittertes Gemurmel. So würde ich spielen, denke ich. Na, vielleicht K.O.
weiß nicht. Das hier hört sich eigentlich auch cool an. Der Radius ist halt einfach mega, ne? 52, da müsste ich noch ein höheres Level bekommen. Das hier bringt auch noch nicht so viel. Die verlieren es einfach nur. Vielleicht Strider? So vielleicht? Vielleicht überladen? Ich weiß es nicht. Also, Addons. Was haben wir denn an Addons? Die hier sind vom Billy bekannt soweit. Verkürzt leicht den Cooldown, Aufladezeit, der Lärm. Cooldown. Dann die Zeitstrafe beim Anstoßen, der Lärm. Erhöht leicht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, das ist... Das gibt's doch beim Billy auch, oder nicht? Aber die sehen ein bisschen anders aus, oder? Ja, guck mal. Ah, das sind die hier. Die mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Die sehen ein bisschen anders aus. Sie sehen zwar ähnlich aus, aber sie sehen ein bisschen aus. Guck mal, hier steht auch... Hier steht ein bisschen mehr, ne? Für Falle bei Aktivierung einer Aufladung einen Amoklauf, der 3 Sekunden dauert. Da sieht man es ein bisschen besser. Hier steht auch, während des Sprints hat der Kannibale seine Bewegung unter voller Kontrolle. Also, hier steht es ein bisschen besser, finde ich, als hier, tatsächlich. So, was habe ich noch so an Addons? Die kennt man auch vom Billy. Eigentlich ist, glaube ich, wirklich nur das Chili hier. Erhöht moderat die Beschleunigung beim Verwenden der Kettensäge oder erhöht enorm die Beschleunigungsgeschwindigkeit und erhöht die Zeitstrafe beim Anstoßen. Also das ist quasi so wie beim Billy der selbstgebrannte Schnaps, ne? Und das hier ist dann verringert deutlich den Cooldown und die Aufladezeit. Eigentlich sind die Addons wirklich ähnlich wie beim Billy. So, morgen dann das Pinke oder das Grüne? Mal schauen. Werden wir was überlegen und dann hauen wir uns auch vielleicht ein geiles Addon rauf. Die sind auch alle vom Tüftler-Perk wieder beeinflusst. Das heißt, normalerweise müsste der Tüftler dann auf dem Kannibalen wahrscheinlich ähnlich stark sein wie beim Billy. Gut, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Killer sagt, ob ihr überrascht wart, dass er dann tatsächlich heute schon rausgekommen ist. Und wenn ihr euch freut, morgen ein Video mit dem Kannibalen zu sehen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Also, wir sehen uns morgen. Haut rein, schönen Abend euch noch.